Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video wird es unter anderem um richtig gute Deals aus der Rubrik Smart Home und Technik gehen. Wir schauen uns an, was in den letzten Wochen passiert ist und natürlich gucken wir uns an, was bei den Prime Days 2023 auf uns zukommt. Deswegen viel, viel Spaß mit diesem Video. Der Smart Home Markt war dieses Jahr wirklich sehr, sehr geduldig. Erst jetzt, Ende des Jahres, kommen echt spannende Deals raus, wo ich gesagt habe, das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Natürlich stehen die Prime Days 2023 vor der Tür. Die Prime Days sind sozusagen die Pre-Black Friday Deals für alle Amazon Prime Mitglieder. Und das geht auch mit einer Probemitgliedschaft. Deswegen nutzt es immer aus, wenn ihr noch kein Prime Mitglied seid. Ihr könnt es ja danach auch wieder kündigen. Aber es gibt echt coole Deals. Und gerade vor Black Friday Day, ja auch nächsten Monat schon wieder vor der Tür steht, gibt es da einige super interessante Schnäppchen. Natürlich wird es auch dieses Jahr wieder von mir, wie ihr das gewohnt seid, alle Deals zu den Prime Days geben auf diesem Kanal als Video. Deswegen guckt auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen hier vorbei. Allerdings geht es in diesem Video um ganz, ganz spezielle Deals, die aktuell online sind. Nämlich, wenn ihr auf der Suche seid nach Amazon-Produkten, dann schaut jetzt rein, denn es gibt zahlreiche Produkte, die drastisch reduziert worden sind. Von den Fire TV Sticks über die Kindles, über die Amazon Echo Geräte, über die Ring Geräte. Es gibt wirklich super viel und wir gehen jetzt einmal die besten Deals zusammen durch. Bevor ich mit den Deals starte, natürlich der kleine Hinweis für euch. Alle Produkte, die ich euch jetzt vorstelle, findet ihr unter diesem Video in der Infobox. Alle Links, alles sortiert. Das heißt, dort könnt ihr euch in aller Ruhe durchklicken und euer Lieblingsprodukt einmal auswählen. Fangen wir mal an mit dem Klassiker. Den Amazon Echo Dot 5. Generation gibt es derzeit für 22 Euro und das ist nur der Anfang, denn es gibt auch noch die Version mit der Uhr für 37 Euro und das ist ein richtig guter Deal, denn die Version gerade mit der Uhr wurde ja immer gerne geskippt von Amazon. Jetzt ist sie auch wieder voll mit allen Farben verfügbar, das heißt für alle, die schon mal immer diesen Amazon Echo Dot, den schönen runden Dot der 5. Generation haben wollten, schlagt hier definitiv zu, ein richtig, richtig guter Deal für euch. Für alle, die noch mehr sparen wollen, es gibt auch jetzt den Amazon Echo Pop für 18 Euro. Das ist allerdings ein krasser Deal, hätte ich so nicht erwartet. Gerade weil Amazon den Echo Pop erst vor kurzem rausgebracht hat, ist der tatsächlich extrem reduziert. Und hier muss man wirklich sagen, für alle, die das Ding haben wollen, ich glaube nicht, dass der beim Black Friday günstiger als 18 Euro wird. Auch die Fire TV Sticks wurden natürlich reduziert. Hier allerdings mit 25 Euro nicht der günstigste Deal meiner Meinung nach. Wenn ihr trotzdem dringend einen Fire TV Stick kaufen wollt, dann tut es jetzt. Sonst wartet noch bis Ende nächsten Monats, dann ist Black Friday. Und dort gibt es die Dinger meistens schon für 19,99 oder 21,22 Euro. Heißt, hier könnt ihr definitiv noch mal ein paar Euro sparen. Auch bei den Blinkkameras lässt sich Amazon hier bei diesen Deals nicht lumpen. Die sind teilweise bis zu 58% reduziert. Gerade für die Outdoor-Sets lohnt sich das. Wenn ihr nicht andere Smart-Home-Kamerasysteme bevorzugt, sondern euch immer schon die Blink-Systeme holen wolltet, dann tut es definitiv jetzt, denn die Amazon-Deals sind dafür einfach perfekt geeignet. Meine absoluten Lieblingsdeals derzeit im Smart-Home-Bereich gibt es allerdings bei Ring. Ring ist ja meiner Meinung nach einer der besten smarten Türklingelhersteller auf dem Markt und hier wird richtig auf den Putz gehauen, denn es gibt die Ring Stick-Ups für 60 Euro, sehr, sehr coole Kameras für den Indoor- und Außenbereich. Das Ring Intercom-System, was eure Gegensprechanlage smart machen kann, gibt es jetzt schon für 50 Euro und die normalen Ring-Klingeln starten bereits bei 60 Euro. Deswegen, das sind richtig gute Deals. Da habe ich euch einige von einmal in diesem Video in die Infobox gestellt. Klickt euch da auf jeden Fall durch. Das lohnt sich für alle, die schon immer mal Ring-Systeme sich holen wollten. Das ist richtig, richtig günstig. Last but not least mauersat sich Amazon scheinbar immer mehr zum Bundle-König, denn es gibt verdammt gute Bundle-Deals von Ring und Amazon Echo-Geräten. Das heißt, wenn ihr entweder ein Ring-Gerät oder ein Amazon Echo-Gerät immer schon mal haben wolltet, dann schlagt bei den Bundles zu, denn ihr bekommt unter anderem eine Ring-Doorbell plus ein Amazon Echo Pop ab 45 Euro. Und was soll ich euch sagen? Selbst wenn ihr zu den höherwertigen Amazon Echo-Geräten mit Display geht, also ein Echo Show 5, bekommt ihr diese im Bundle mit einer Ring-Doorbell für 105 Euro. Das lohnt sich, ist extrem gut und für alle Schnäppchenjäger unter euch,
Das würde ich euch definitiv empfehlen. Das sind richtig, richtig gute Preise. Ich würde mich freuen, wenn wir uns natürlich auch nächste Woche wiedersehen. Dann gibt es wie angekündigt natürlich die Prime Day Deals für euch hier und natürlich auch in Zukunft wieder regelmäßig Reviews und natürlich Deals aus der Smart Home und Technik Welt. Deswegen lasst gerne ein Abo da, bleibt am Start und ich wünsche euch bis dahin nur das Beste. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao.